zeigen wir Ihnen die Erfindung von Andreas Jugenheimer. Die soll Hemdträgern unangenehme Situationen im Büro ersparen. Man bewegt sich ja den ganzen Tag und muss irgendwie mal Sachen holen, eine Kaffeetasse oder so, dass dann mit der Zeit dann das Hemd so an der Seite zum Beispiel rausrutscht und dann der Nierenbereich oft hinten frei liegt. Und wenn man eine Präsentation oder so halten muss, dann steht man erstmal auf und tut das ganze Hemd so reinmachen. Ja, das hat mich irgendwie mit der Zeit genervt. Bisher versuchte es der Tüftler aus Oberfranken mit Hemdhaltern, die er ähnlich wie Strapse ums Bein schnallt. Durch Clips wird das Hemd gehalten. Naja, man sieht es ja schon, auf der einen Seite fühlt man sich so eingeengt während des Tragens. Das zweite ist, dass die Clips irgendwann, wenn man am Tag mal eine stärkere Bewegung macht, dass es passieren kann, dass sie rausgehen. Und außerdem ist es so, wenn ich da drauf sitze, dass die Schnalle halt immer in mich so reindrückt und Druckstellen macht und das natürlich unangenehm ist. Eine andere Möglichkeit wäre, maßgeschneiderte Hemden zu tragen, die länger geschnitten sind. Die sind aber deutlich teurer als Hemden von der Stange. Also denkt sich Andreas etwas Eigenes aus. Auf den ersten Blick eine gewöhnliche Unterhose. Bei meiner Erfindung ist das Besondere, dass es quasi so zwei Bünde gibt, also einen inneren Bund und einen äußeren Bund. Und zwischen den Bünden kann man quasi das Hemd oder jedes Oberteil reinstecken. Und zusätzlich ist da noch so eine Silikonschicht außen drauf. Und wenn ich da das Oberteil reinstecke, dann verhindert diesen zwei Bünde das Rausrutschen des Oberteils. Um die Funktion seiner Erfindung zu zeigen, zieht er die Unterhose erstmal selbst an. Letztendlich nehme ich die Oberteile und stecke die zwischen die zwei Bünde in diesen Zwischenraum rein. Geht auch relativ fix. Kann ich das festmachen. Richte es noch ein bisschen aus und dann hält es auch. Wenn man sich bewegt, es rutscht nicht mehr raus. Die Unterhose besteht aus Baumwolle und Elastan. Das Besondere neben dem zweiten Bund, eine Silikonschicht am Rand, die eine Anti-Rutschwirkung haben soll. Die Unterhose ist waschbar bei 40 Grad. Allerdings wird nicht empfohlen, sie in den Trockner zu tun. Wie sich der Doppelbund anfühlt und ob er das Hemd tatsächlich festhält, soll Finanzberater Christopher Bartsch für uns ausprobieren. Er trägt von Berufswegen Hemd und seine Probleme fangen schon früh an. Ja, die beginnen eigentlich schon morgens, wenn ich mich auf dem Weg zur Arbeit begebe, aus dem Auto aussteige. Der erste Griff geht gleich automatisch hinten an die Hose, das Hemd ist draußen. Er sieht auf den ersten Blick erstmal aus wie eine normale Boxershort. Ein bisschen gewöhnungsbedürftig scheint dieses zweite Höschen, was hier eingenäht ist. Ja. Ja, aber es soll ja seinen Zweck erfüllen. Ja. Und von daher bin ich echt wahnsinnig gespannt, wie sich das gleich anfühlen wird. Dazu muss Christopher die Unterhose anziehen. Und wie ist dein erstes Tragegefühl so jetzt nach dem Anziehen? Super angenehm. Also auch das ist jetzt kein komplizierter Vorgang. Fühlt sich großartig an. Doch. Bleibt das Hemd auch in der Hose? Ja, also es fängt ja grundsätzlich erstmal schon damit an, dass wenn ich aus dem Schreibtischstuhl aufstehe, dass das Hemd schon draußen ist. Aber das scheint hier alles noch dort zu sitzen, wo es sein sollte. Oder aus dem Schreibtischstuhl der direkte Weg zum Flipchart. Ja, das heißt, wenn ich mit Menschen über gewisse Konzepte spreche, dann muss ich natürlich auch meine Stifte und meinen Flipchart zur Rate ziehen. Und das scheint in dem Fall echt dort sitzen zu bleiben, wo es sitzen sollte. Auch wenn er sich bückt, bleibt das Hemd in der Hose. Allerdings nicht ganz straff. Ein wenig lockert es sich doch. Aber was ich bei deiner Erfindung festgestellt habe, es rutscht nicht komplett raus. Also mein Rücken liegt nicht frei. Es soll auch bequem sein. Also soll ich jetzt nicht einengen und das Hemd so festhalten, dass du dich gar nicht mehr bewegen kannst, sondern es sollte schon so sein, dass es auch locker ist, aber dass vor allem eben der Nierenbereich immer geschützt ist und das komplette Rausrutschen eben verhindert wird. Andreas lässt seine Doppelbund-Unterhosen im schwäbischen Albstadt produzieren. Und er tüftelt bereits an einer Variante für Frauen.